Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich möchte Ihnen zeigen, wie man mit einfachen Mitteln eine elektronische Bahngruppe entstört. Man benötigt dazu Nahfeldsonden in verschiedener Größe und eine HF-Stromhandlung. Beides ist im Entwicklungssystem Störaussendung, ESA, vorhanden. Als weiteres benötigt man einen Spektrumanalysator und eine Software, mit der man die Messergebnisse fixieren kann und darstellen kann und vergleichen kann. Das ist hier mit der Software ChipScan-ESA. Das ist die Elektronik-Bargruppe, die wir entstören wollen. Wir schalten sie ein. Hier ist ein Bartgenerator mit ca. 5 MHz, einige ICs, Leitungssysteme, Schaltregler, was alles so drauf sein kann, mit entsprechendem Massesystem, Leitungsverbindungen, Batterieversorgung. Und wir können jetzt grob mit den Nahfeldsonden beginnen, uns ein Bild von der Bahngruppe zu machen. Wir verwenden als erstes große Nahfeldsonden, mit denen man in der Umgebung der Bahngruppe mit hoher Empfindlichkeit messen kann, aber mit einer relativ geringen Auflösung. Die kleineren Nahfeldsonden, die dienen dann, die Verursacher zu finden, die Ladezüge und die IC-Pins. Die werden es im zweiten Schritt benötigt. Ich beginne beispielsweise mit einer Magnetfeldsonde R400 aus dem Entwicklungssystem Störaussendung ESA. Ich kann jetzt hier meine Software einschalten und dann kann ich, was ich am Spektrumanalysator hier sehe, kann ich übertragen. Das Live-Bild, nun sehe ich, dass in der Umgebung der Bargruppe natürlich an verschiedenen Stellen HF vorhanden ist, aber man sieht typisch die 5 MHz schrittweise der einzelnen Frequenzanteile, die durch diesen Quarzgenerator entstanden sind, letztlich überall auf bestimmten Leitungsnetzen verteilt wird. Und ich kann an verschiedene Orte gehen, man wird das immer ein bisschen anders sehen, aber typisch, man findet überall diese 5 MHz Stufungen drin, die 5 MHz Vielfahren. Wichtig ist, dass ich nicht direkt an den Leitungen mit den Sonden messe, sondern außerhalb der Bargruppe, am Rand. Am Rand erfasst man das gesamte Magnetfeld der Bargruppe, was letztlich zur Störaussendung führt. Wenn ich die Sonde auf die Bargruppe aufsetze, messe ich sehr viel. Aber diese Felder, die ganz in der Nähe der Bargruppe wirksam sind, führen meist nicht direkt zur Störaussendung, sondern die werden erst bis in Massensysteme übertragen und können dann am Rand der Bargruppe oder im Abstand von der Bargruppe am besten gemessen werden. Und das, was ich im Abstand messe, das kann ich auch im allgemeinen Fernfeld direkt wiederfinden. So. Das kann man mit dem elektrischen Feld, mit dem magnetischen Feld tun. Und ja, wie bewerte ich jetzt aber den Erfolg meiner Entstörmaßnahmen? Und ich muss also jetzt einen Zustand aufnehmen, der mein Ausgangszustand ist. Und wenn ich die Sonde irgendwo hinhalte, kann ich die mal so halten. Es ist nichts Definiertes. Ich muss also einen definierten Zustand messen. Da hilft uns Folgendes. Bargruppen sind meist über ein Kabel mit irgendwelchen Umgebungen und Dingen verbunden oder mit Konstruktionsteilen. Ich simuliere das hier mit dem Kabel, dann stelle ich einfach die Masse an, die Masse stimmt, und lege das auf die Massefläche. Das lege ich über diese HF-Ableitung, die hat also Stifte, die mit dieser Massefläche verbunden sind. Stecke ich an, bin ich mit der Massefläche verbunden, gegen Masse. Und dann wird die Bargruppe einen Strom praktisch in ein angeschlossenes Kabel oder Konstruktionsteil tragen. Und der Strom erzeugt Magnetfelder und führt dann über größere Elemente zur Störaussendung. Ich kann den Strom jetzt mit meiner Magnetfeldsonde indirekt messen. Die halte ich jetzt an die Leitung. Und da sieht man, ich finde hier meine 5 MHz Frequenzvielfachen wieder. Über das gesamte Frequenzbereich von 0 bis 1 GHz verteilt. Das ist aber was Charakteristisches, weil das hierüber direkt oder auch indirekt, also meistens direkt, Anteile davon zur Störaussendung führen. Je nachdem, wie lang die Leitung ist, werden also bestimmte Frequenzanteile natürlich bis ins Fernfeld gehen. Ich kann natürlich nicht immer mit der Magnetfeldsonde hier ranhalten. Ich halte ja jedes Mal anders ran hier. Also auch kein guter Vergleich. Und dafür haben wir dann den HF-Stromhandler entwickelt. Er macht das Gleiche. Hier geht eine Leitung durch. Da halte ich nicht die Magnetfeldsonde ran, sondern drin ist ein kleiner Stromhandler. Und der macht das Gleiche wie das, was ich vorhin gemacht habe. Ich brauche das nur anschließen, stecke die an, stecke das auf die Masseleitung, ein oder zwei Leitungen, sodass der HF-Strom hier durchfließen kann, gegen den Kondensator, gegen Masse kann er abfließen und mit dem Stromwandler messe ich das. Und Sie werden sehen, es kommt ungefähr ein ähnliches Bild, aber das ist genau definiert und für Vergleiche natürlich hervorragend verwendbar.
Und jetzt könnte ich mit der Baugruppe einhergehen und könnte sagen, jetzt verändere ich Leitungen, Entfilterelemente, Kondensatoren, Widerstände. Und ich sehe den Erfolg direkt im Spektrum im Ergebnis.